Herzlich willkommen zur Besprechung der Sportster 48 von Harley-Davidson. Gründe, die dafür sprechen, Gründe, die dagegen sprechen. Was macht die Maschine aus und ist es vielleicht sogar ein geeignetes Anfängerbike? Das und noch einiges mehr gleich nach dem Intro. Bitteschön. Ihren Namen, um damit mal anzufangen, hat die Sportster 48 durch ihren Pinatank, dieser 7,95 Liter fassende, tropfenförmige kleine Behälter, wurde 1948 das erste Mal auf der Harley 125S präsentiert. In den 50er und 60er Jahren war das Ding dann ganz groß in der Hot Rod Szene vertreten. Und wurde damit dann halt auch schon fast zu einer Ikone, wenn man jetzt darauf ein bisschen zurückblickt. Ne? Ich möchte in erster Linie mal anfangen mit den Pros. Was spricht eigentlich dafür? Und da ist für mich an erster Linie ganz klar dieses minimalistische Design. Ich nehme mal die andere Kamera in die Hand und dann gehen wir das Ganze mal durch. Wir haben um vorne anzufangen, auf der Gabel sitzend einen einzelnen Scheinwerfer. Dieses Ding ist ganz simpel gehalten, hier unten befestigt, sonst gar nichts. Keine Verkleidung, kein nichts, gar nichts. Zwei Blinker, der Tacho und dann kommt auch schon die Gabelbrücke. Im Grunde genommen ist hier vorne nichts Überflüssiges vorhanden, nichts, was du irgendwie wegnehmen könntest, oder? Naja, ohne dass das Ding halt auseinanderfällt. Na? Hier vorne sitzt auf der rechten Seite noch der Luftfilter, ganz entspannt. Öltank, Auspuff, ja, Fender, Sattel. Nichts, was unnötig ist, was man abbauen könnte, wo du sagst, brauche ich so gar nicht. Na? Dann ein ganz klares Merkmal für mich sind hier vorne die Dimensionen des Vorderreifens. Wir haben hier einen 130er auf 16 Zoll. 130, ich möchte fast sagen, es knistert schon wieder, ne? 130, 90, B16. So, jetzt haben wir es hinten. 150, 80, B16. Und diese Kiste macht natürlich schon ordentlichen Eindruck, ne? Wenn du jetzt nicht so auch so ein Fahrradreifen daherkommst. Ganz spezifisch für die Maschine ist auch der Peanut-Tank hier nicht drauf, weil ich mich tatsächlich dagegen entschieden habe. Ich komme ja da gleich nochmal drauf. Der Peanut-Tank fasst 7,95 Liter. Dieses ist der Iron-Tank, also der Tank von der 883. Ich habe mich dafür entschieden, den Tank zu tauschen, weil wir längere Touren machen. Und alle 150 Kilometer oder 120 Kilometer eine Tankstelle ansteuern, macht irgendwann auch keinen Spaß, weil du tatsächlich nur von Stop zu Stop fährst. Wenn du das willst und dich darauf einlässt, ist das natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Für mich war das nichts, weil, mit dem hier fahre ich knappe 280 Kilometer weit. Und das ist dann doch schon ein Unterschied. Wenn ich jetzt runterfahre nach Österreich oder Norditalien beispielsweise, bin ich auf dem Ding geeiert. Rechnet sich. Ein anderes Merkmal speziell ist für mich hier dieser Sattel. Ich habe einen einzelnen Sessel nur für den Fahrer. Es gibt keinen Beifahrersitz. Normalerweise nicht. Ich habe Fußrasten hier unten und die Aufnahme für den Sozius ist nachgerüstet, weil mein Bengel beispielsweise gerne mit mir mal eine Runde dreht. Zugelassen ist sie im Originalen als Einsitzer. Ist auf jeden Fall ein Besuch beim TÜV wieder fällig. Ne? Es gibt noch viele, viele weitere Details und Kleinigkeiten, die meiner Meinung nach für die Maschine sprechen. Aber grundsätzlich festzuhalten ist dieses Minimalistische. Ne? Dieses Design, das einfach, keine Ahnung, nichts
Überflüssiges zugelassen hat. Bevor wir jetzt weitermachen, so viel Zeit muss sein, gönnen wir uns einen kleinen Kaffee, wenn ihr erlaubt. Vielleicht schneide ich das jetzt raus, vielleicht, ich glaube nicht. Ja. Herrlich. Ein weiterer wichtiger Pro-Punkt auf meiner Liste ist die Agilität der Maschine. Sie wiegt fahrfertig mit Peanut Tank wohlgemerkt 252 Kilo und klar, im Stand merkst du es, wenn du rangierst, aber während der Fahrt oder in Kurven oder sowas merkst du ihr das gar nicht mehr an. Das macht richtig Laune. Zum Teil kannst du, wenn der Fahrer vor dir auf einer, sagen wir, auf einem Naked Bike oder vielleicht auch auf einer kleineren Sportler nicht in der Lage ist, mit der Maschine richtig umzugehen, wenn du verstehst, was ich meine, kannst du tatsächlich sogar dranbleiben. Wenn du den richtigen Fahrer vor dir erwischst, fährst du sogar dran vorbei. Ne? Der Motor, um darauf nochmal einzugehen, bietet bei 3500 Umdrehungen 96 Newtonmeter. Das macht tatsächlich eine ganze Menge Spaß. In PS ist das gar nicht so viel. Rechnet Harley Davidson ja grundsätzlich nicht in PS. Wenn ich jetzt an die ZX6R zum Beispiel denke mit 125 PS aus 636 Kubik, haben wir hier fast den doppelten Hubraum, aber bedeutend weniger Pferdestärke. Hier ist mehr interessant, dass wir mit 96 Newtonmetern eine ganze Menge Kraft zur Verfügung haben, auch bei niedrigeren Drehzahlen schon. Ne? Und das macht zusammen mit der hohen Schräglagenfreiheit, die für Harley Davidson im Grunde genommen auch gar nicht so typisch ist, eine ganze Menge Spaß. Wir können links und rechts um 27 Grad schräglegen, bevor wir aufsetzen. Aufsetzen wird als erstes der kleinste Angstnippel an der Fußraste, aber sonst sehe ich da gar keine Schmerzen. Wenn du die Fußrasten erreicht hast, ist das für dich eigentlich ein kleines Zeichen dafür, dass du verstehst, bis hierher solltest du und dann vielleicht nicht mehr ganz so weit. Okay, der nächste Punkt für mich, positiv, pro, wäre die Resonanz anderer Motorradfahrer. Wenn du einfach dran vorbeigehen. Dankeschön. YouTube. Danke. Die Resonanz anderer Fahrer bei kleinen Pausen oder auch an der Tankstelle ist im Grunde genommen ziemlich positiv. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mit der Sportler unterwegs bin oder mit der Harley unterwegs bin, dann ist die Resonanz von anderen Verkehrsteilnehmern oder auch Motorradfahrern unterschiedlich. Man kommt mit so einem Ding tatsächlich häufiger ins Gespräch und das Klientel von Menschen, das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber das Klientel von Menschen ist etwas anders. Wo du Pro hast, hast du natürlich auch Contra. Ne? Wenn du die 252 Kilo mit Pinatank, also sagen wir mal 250 Kilo rund fahrfertig in der Hand hast, ist es am Anfang vielleicht ein bisschen ungewohnt. Der Schwerpunkt sitzt relativ niedrig, was das Ganze in der Handhabung vereinfacht. Aber stehend und vor allem für einen Anfänger oder ungeübten Fahrer ist es dann doch ein bisschen unhandlich. Ja? Aber wenn die Maschine kippt, dann kippt sie. Die hältst du nicht fest. Es gibt ja jetzt beispielsweise die
kleinen Z125 Yamaha und Suzuki bieten ja ähnliche Maschinen an. Wenn die kippt, dann mit einem breiten Bein fängst du das Ding wieder auf. Die nicht. Da solltest du dann tatsächlich schon, wenn sie kippt, entweder einen festen Stand haben oder zusehen, dass du wegkommst. Weil wenn sie liegt, musst du sie erst wieder hochkriegen. Ja. Ein weiterer Nachteil sehe ich in den verbauten Schrauben. Du brauchst tatsächlich spezielles Werkzeug. Du brauchst Zollwerkzeug, um an den Maschinen zu arbeiten. Ne, wir haben ja metrisches System. In den USA arbeiten sie auf Zoll. Und dementsprechend sind viele Schrauben tatsächlich mit unserem Werkzeug, in Anführungsstrichen, nicht zu lösen. Ne, es gibt Shops, da habe ich jetzt mal ein Beispiel rausgesucht. Die bieten ganze fertige Koffer an, mit denen du dann die einfachsten Wartungsarbeiten selbst durchführen kannst. Kostet auch seinen Teil. Ich habe mir speziell einen Imbusssatz gekauft, den ich dafür brauchte. Und alles Weitere, wenn ich etwas brauchen sollte, kaufe ich es mir dann. Wenn auf einem Haufen ist es mir dann tatsächlich einfach zu teuer. Haben wir noch Negatives? Vielleicht den Preis. Denn 12.200 Euro knapp ungefähr sind für die Anschaffung dann doch schon eine kleine Lawine, die du in Bewegung setzen musst. Es gibt natürlich, was haben wir denn da? Die XV950R oder ähnlich heißt sie. Ich blende das Ding mal ein. Die bietet eine ähnliche Optik für weniger Geld. Klar, man kann jetzt natürlich sagen, das eine ist Harley Davidson und das andere ist dann halt bloß ein Yamaha, Suzuki, Kawasaki, keine Ahnung, Honda. Aber ich denke, wenn das Augenmerk nicht auf den Hersteller liegt oder auf das Ganze drumherum, dann kann man vielleicht sich auch darauf einlassen. Das kommt jetzt, denke ich, auf die Persönlichkeit an, aber Alternativen gibt es da auf jeden Fall. Jo, was fällt mir noch ein? Das Getriebe. Mir fällt, weil ich den Schalthebel hier gerade sehe, mir fällt ein, dass das Getriebe lediglich 5 Gänge hat. Mir fehlt manchmal so ein 6. Gang. Ne? Overdrive hieß es früher. Ich weiß nicht, ob das dann heute immer noch so heißt. Naja, auf jeden Fall ein 6-Gang-Getriebe. 6. Gang fehlt mir. Wenn ich mit knapp 100 km/h über die Landstraße fahre, dann ist mir die Drehzahl zu hoch. Ich glaube, das sind knapp 2200, 2500 Umdrehungen. Jo. Vielleicht wäre es noch ganz interessant, darüber nachzudenken, ob die 48 jetzt als Anfängermaschine geeignet wäre. Da möchte ich sagen, nein. Wenn du gar keine Ahnung hast von den Maschinen oder Fahranfänger bist, solltest du dir vielleicht ein leichteres Pendant oder ein etwas einfacheres Gerät zulegen und die erste Saison vielleicht auf einem Naked Bike fahren oder etwas Ähnlicheres, nicht ganz so Schweres. Ne? Ich möchte nicht sagen, du solltest es nicht tun, aber ich würde es nicht machen. Ich würde tatsächlich auf einem älteren Naked Bike anfangen. Das ist mal aber meine persönliche Meinung, meine eigene Einstellung. Denn die kann ich, wenn es tatsächlich mal plumpst, kann ich sie wieder aufrichten oder ich kann Teile dann austauschen, die mal kaputt gegangen sind, für nicht ganz so viel Geld. Und es gibt Maschinen am Markt, die als Anfängerbike natürlich oder bestimmt besser geeignet sind, aber man kann auch damit anfangen. Ich denke, das ist gar nicht so falsch. Alternativ, wie gesagt, vielleicht ein Naked Bike, vielleicht ein Honda Rebel 500 oder
ja, die XV von Yamaha oder. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Auch im Harley-Regal kann man sich da bedienen. Wenn es denn eine Harley sein soll, gibt es da auch etwas günstigere Maschinen. Da kann man dann tatsächlich, wie man mag, zugreifen. Jetzt muss ich mal auf meinen Zettel gucken, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Der haut mir auch gerade ab. Ja. Hast du geglaubt, ich lerne das alles auswendig? Nein, schaffe ich gar nicht. 2019 belegte die Maschine mit 792 Neuzulassungen Platz 37 in der Statistik. Ja. Was ich vielleicht noch erwähnen mag, ist die Möglichkeit des Customizing. Also die Maschinen bieten dir als Endkunden, als Besitzer tatsächlich die Möglichkeit, die Maschine, die, ja, einfach kurz zusammengefasst, du kannst sie auf dich so zusammenschneidern, dass sie dir passt. Wenn du dich in den Laden setzt, ich habe das erste Mal auch auf dem Ofen gesessen, das hat mir nicht gefallen. Ich habe drauf gesessen, irgendwie so, wie ein Flitzebogen mit zu engem Lenker, und das gefiel mir gar nicht. Ich habe den Lenker getauscht, ich habe die Fußrasten nach vorne gedreht, ich habe so ein bisschen was verändert, dass ich entspannter drauf sitzen kann. Und so ist es dann halt mit jedem auch. Ich denke, jeder ist in der Möglichkeit, jeder hat die Möglichkeit, die Maschinen so auf sich, ja, anzupassen, dass man bequem drauf hocken kann. Ne, der Sattel ist ziemlich tief, und es gibt dann halt auch so Dragbar-Lenker oder solche Sachen. Ich meine, drauf sitzen kann jeder. Wenn du jetzt nicht gerade 1,60 groß bist und solche Orang-Utan-Arme hast, dann, ich glaube, auch selbst dann findest du Zubehörteile, die dir das bequeme Sitzen ermöglichen. Ja, ich denke, damit habe ich dann alles gesagt. Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Wenn ich noch irgendwas vergessen haben sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Werde auf jeden Fall alles lesen und nach Möglichkeit auch beantworten. Ich freue mich auf die Saison 2020. Bin gespannt, wo die Reise hingeht. Aktuell gerät ja die ganze Welt so ein bisschen aus den Fugen oder ins Stocken. Die gewohnten Bahnen haben wir jetzt alle verlassen. Ich will das böse Wort Corona jetzt nicht in den Mund nehmen. Freunde, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gewogen.